Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute zeige ich ein Rezept Börek mit Yufka, mit fertig gekauften Yufka. Und zwar habe ich das im türkischen Laden gekauft. Hier sind 20 Blätter drin. Es gibt verschiedene Sorten, es ist egal welchen ihr nimmt. Ich habe jetzt diese gefunden. Dann brauchen wir so ca. 200 Gramm Joghurt, 200 Milliliter, also ein Glas Öl, zwei Eier und Salz. Die Füllung ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt es mit Kartoffelfüllung machen, Kartoffelhackfüllung, Käsefüllung, nur mit Hackfüllung, Zucchini, Auberginen. Es gibt da so viele Varianten. Heute werde ich meinen Börek mit Kartoffel und Hack füllen. Als erstes werde ich die Eier, Joghurt, Öl und Salz miteinander vermischen. Weil damit werden wir dann die Yufkas immer bestreichen. Ich gebe dann noch ca. 100 ml Seitan mit rein. Für die Kartoffelhackfüllung habe ich hier 4-5 Kartoffeln gekocht, gepellt und mit einer Gabel zerdrückt. Dann brauchen wir so ca. 200 Gramm Hackfleisch, 2 Zwiebeln klein geschnitten, eine Zehe Knoblauch gepresst, ein Bund Petersilie, dann brauchen wir Salz, Pfeffer, Blattpaprika und getrocknetem Pfefferminz und Öl zum Anbraten. Ich habe die Zwiebeln und Knoblauch mit ein bisschen Öl angebraten und gebe dann meinen Hackfleisch noch dazu. Und gebe dann meine Kartoffeln einfach noch mit hinein. Schmeckt das Ganze dann mit den Gewürzen ab. Und gebe dann zum Schluss die Petersilie mit rein. Ich habe mein Blech mit Öl beschmiert und werde dann jetzt meine Yufkas da drauf stapeln. Und zwischen jedem Yufka dann immer mit dieser Mischung bestreichen. Ihr könnt auch einen größeren Blech nehmen, dann kommt genau ein Yufka drauf. Ich habe jetzt einen kleinen Blech genommen, deswegen falte ich die einmal. Wenn ihr dann so die Hälfte der Yufkas schon übereinander gestapelt habt, könnt ihr dann die Füllung mit hineingeben. Und die restlichen Yufkas dann belegen. So, jetzt schneide ich mein Börek noch. Und werde das dann bei 200 Grad oder goldbraun backen. Wer möchte, kann noch Sesam drauf streuen. Mein Börek ist raus aus dem Ofen und sieht richtig lecker aus. So sieht dann mein Kartoffelhackbörek mit fertig gekauften Yufka aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss bis zum nächsten Video.